Ja, hallo, liebe Roboterfreunde, ich bin Satenshi und wir spielen heute ein kleines bisschen Robocraft. Ja, letztens haben wir ja diesen Roboter gebaut. Okay, mal wieder richtig reden. Letztens haben wir den Roboter gebaut, den Megabot quasi. Und ich habe ja gesagt, bis zum nächsten Mal möchte ich alles mit schwarzen Blöcken auffüllen. Hier vorne, ach ja, genau, und ich wollte das hier dieses Schild, was ich vorne dran habe, noch weiter nach vorne verlegen. Wie man sieht, habe ich das jetzt um drei Blöcke nach vorne verlegt. Es sind jetzt also quasi hier ein paar Schichten zwischen Schild und Rädern. Das finde ich ganz wichtig. Und ja, ich habe fast alles ausgebaut und ich habe tatsächlich, glaube ich, 2 Millionen, glaube ich, schon reingesteckt. Nur für diese Blöcke, um das auszutauschen. Und jetzt habe ich nochmal 1 Million gefarmt und dachte mir, da kannst du ja jetzt das gleich in der Aufnahme machen. Ich weiß nicht genau, ob es reicht. 1 Million ist nämlich nicht besonders viel. Wir schauen einfach mal. Ansonsten möchte ich heute nämlich mal anfangen, den Panzer aufzufüllen und dann mal zu schauen, ob schaffen wir es überhaupt, den aufzufüllen. Weil, wenn ich mir das anschaue, ich habe jetzt schon fast 3000 CPU verbraucht. Ich bin mir echt nicht sicher, ob das dann noch so funktioniert. Aber naja, wir werden sehen. Als erstes baue ich hier, wie gesagt, noch das Gerüst fertig. Mal schauen, ob wir das hinkriegen. So, machen wir so. Oh, cool. So. Ich glaube, das wird nicht ganz reichen, liebe Freunde. Also zumindest hier, diese Schicht wird, glaube ich, etwas drunter leiden müssen. Aber naja, passt schon. Jo, und dann, wie gesagt, würde ich gerne auffüllen. Und es gibt ja viele, die einfach nur weiße Aufbaublöcke haben, ne? Ich könnte jetzt natürlich gucken, ob ich irgendwie Geld zusammenkriege, um mir jetzt zum Beispiel ein paar andere Tierblöcke zu besorgen. Hier, gut, Tier 2 könnte ich benutzen. Oder Tier 2 habe ich echt viele. Oder Tier 4 habe ich auch noch einige. Wir könnten eine bunte Mischung machen. Oder wir machen alles aus Glas. Ich hätte ja echt gerne alles aus Glas gehabt. Aber wenn man schon mal sieht, dass man, ja, wie soll ich sagen, solche Dinge hat. Oh, es hat tatsächlich gereicht. Ich habe es geschafft, Leute. Ich habe sogar noch 7 Blöcke übrig. Nice, Leute. Oh, nein, hier ist. Hä? Ah. Mist, 7 Blöcke, das reicht nicht. Das sind 2, 4, 6. Ja, verdammt, ein Block. Ein Block, hier hat es hingehauen, hier drüben leider nicht. Ja, ein Block hätte dann auch ganz gut getan. Aber naja, gut. Haben wir fast komplett aufgebaut. So, dann nehmen wir uns einfach mal, was haben wir denn von die besten Blöcke? Das sind die T5er, habe ich noch 65 übrig. Die werden wir vorne mit reinklatschen. Das mit dem Auffüllen wird jetzt auch ein bisschen schwierig, weil, wie soll ich das sagen? Es wird, glaube ich, in dem Sinne schwierig, weil ich die ja später ersetzen muss. Ich hoffe, dass ich die dann auch wieder finde. Puh, die zu ersetzen wird echt haarig werden, aber okay. Nehme erstmal so hin, wie es ist und werden hier unten. Boah, so, hier. Hier unten quasi erstmal schön ersetzen. Ja, heute ist nochmal eine Baufolge, das habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Der Angelo kann heute nicht aufnehmen, dem geht es nicht so gut. Und deswegen dachte ich nehme jetzt auf und setze die Folge halt anstelle von der Angelo-Folge einfach rein. Das ist nämlich auch das Gute an meinem Format, dass wenn Angelo nicht kann oder so, dann kann ich immerhin noch alleine aufnehmen. So. Ah, schade. Da ist es schon zu Ende. Nehmen wir den ja noch weg. Ne, machen wir es so. Und dann, was haben wir als nächstbesseres? Haben wir noch die T8, da haben wir keine. Hier haben wir Tier 7er Cubes. Pappen wir noch mit rein. Sind nicht besonders viele. Ja, schon zu Ende. Wenigstens ausgeglichen, ja. Was haben wir noch? T5er Cubes haben wir hier noch. Das sind ja die gleichen wie die Wölfe eigentlich. Ja, da kann ich auch nicht viel setzen. Und dann habe ich noch die T4er Cubes. So, und da sieht man einfach mal, wie krass CPU-lastig das Ganze ist. Ich bin jetzt schon bei 3000, habe gerade mal die Front quasi erstmal nur zugemacht. Oder das ist echt schwer, das alles wieder hinzubauen. So, ich habe die Front quasi jetzt zugebaut. Eigentlich wollte ich dann hier noch mehr auffüllen, ne, dass man hier auch noch dicker wird. Man hat ja hier noch ein bisschen Platz nach unten. Ich glaube, wow, bis dahin kann man sich noch auffüllen. Ich kann das Ding komplett doppelt machen. Alter Falter. Da könnte ich ja noch mal eine komplette volle Dings machen. Aber mein Ziel ist es ja erstmal überhaupt irgendwie voranzukommen. Boah, ey Leute, ich glaube, das reicht von der CPU gar nicht, das ganze Ding hier auszustopfen. Das ist ja abartig, Leute, das ist echt abartig. Ja, wie gesagt, die besseren Blöcke sollen eigentlich nach vorne. Wie viel habe ich denn noch? Ich habe noch einige davon, also setze ich die doch noch hier rein. Mach mal erstmal hier unten schön zu.
Okay, ich dachte, ich habe da unten einen hingesetzt. So. Ja, bauen ist jetzt wahrscheinlich nicht gerade das Spannendste, was man in einem Let's Play zeigen kann. Aber dann seht ihr einfach mal, wie fett der dann eigentlich geworden ist, ne? Also, wenn man jetzt zusieht, wie das ganze Ding hier entsteht, dann ist es schon ganz schön fett, muss man schon sagen. Ah, hier passt, glaube ich, doch, hier passt auch einer rein. Krass, ich dachte, das Schild ist im Weg, aber, oh. Das war gar nicht der Fall. Oh mein Gott, Leute, das kann ja echt eine ganze Weile dauern. Ja, weil hier einfach so viele Lücken sind, ne? Also gerade hier vorne, boah, die fette Waffe. Hier vorne sind echt viele Lücken drin. Das ist nicht so einfach, die auch zu füllen. Muss ja schon schauen, dass hier auch alles schön ausgefüllt ist. Machen wir mal so treppchenmäßig. Lass mal einfach sagen, hier so verbinden. Okay. Ja, ich glaube, das kann man so machen. Okay. Dass ich überhaupt noch die Blöcke habe. Cool. Okay. Dann, wie gesagt, möchte ich ja erstmal nur die vordere Wand wenigstens hinbekommen. So. Und jetzt wäre quasi die Wand vorne komplett zu. Hier drüben soll eigentlich alles symmetrisch sein. Ja, lieber kontrollieren. Wobei hier gar keine Treppchenbildung so. Hä? Hab ich das so gemacht gehabt hier drüben? Ja, lassen wir es einfach so. Treppchenbildung. Muss man natürlich noch ordentlich ablutschen mit irgendwelchen Schrägen dann später, aber erstmal versuchen wir ja alles so ein bisschen aufzufüllen, dass wir hier eine gewisse Schlacht gewinnen. Ich habe gerade, ich habe auch nochmal die Kommentare gelesen von der Folge, die heute rauskam. Und da hieß es auch, ich soll mir gar nicht so die Gedanken machen, weil man spielt als Anfängerbot, Megabot, auch gegen Anfänger-Megabots. Sprich, man hat da schon irgendwie eine gute Chance zu gewinnen. Ich habe den gar nicht, die 6er-Cubes hier ganz übersehen, ne? Die habe ich komplett übersehen, die 6er hier. Also man spielt schon gegen Anfänger-Cubes, von dementsprechend soll das kein Problem sein, dass man zum Beispiel hier mit Dings arbeitet, mit Aufpush. Sachen. Aber Mann, ich kann echt nicht bauen und gleichzeitig quatschen. Was ist mit mir los? Das war doch sonst auch nicht immer das Problem. Was ist heute los mit mir? Aber das ist voll der bunte Haufen. So, der ist auch leer. Jetzt kommen die T3-Cubes schon. Also ich wollte ja erst nur weiße nehmen, aber ja, nehmen wir die einfach. Halt mal wenigstens ein bisschen was aus. Besser übrigens als... Das ist besser, als wenn man jetzt zum Beispiel, ich habe schon welche gesehen, die sind nur mit Gestelle rumgefahren. Einfach nur mit Gestelle. Das finde ich dann ein bisschen kontraproduktiv. Weil dann lieber irgendwelche Blöcke haben, als einfach nur ein Gestell zu sein. Wenn ich jetzt so fahren würde mit dem Gestell, weiß ich nicht. Aber, liebe Leute, ich würde doch tatsächlich gerne versuchen, heute in der Folge mal eine Runde zu machen. So am Ende, vielleicht mal eine Runde fahren. Meine erste Fahrt mit dem Megabot. Der einfach nur eine fette Mauer vorne dran hat. Aber guckt euch das an, Leute. Ich bin jetzt bei 3400 Blöcken. Alter Falter, ich bin mir echt nicht sicher, ob ich das hinbekomme. Ob ich das hinbekomme, das ganze Ding auch wirklich zu füllen. Alter, guckt euch das an. Krass. Ich habe noch 45. So. Also das ist schon mal eine fette Schicht vorne. Wie gesagt, hier könnte ich eigentlich noch eine Schicht reinbauen. Das mache ich dann später vielleicht irgendwann mal. Noch eine Schicht rein. Aber jetzt erstmal hier sicher gehen, dass das hier alles so funktioniert, wie es funktionieren soll. Boah, ich könnte jetzt hier ringsherum erstmal bauen, aber müsste eigentlich von innen nach außen bauen. So, dann bauen wir jetzt mal... Wie viel... Was habe ich denn noch? Tier 2. Ich würde schon gerne alles nach vorne kloppen, was ich so an bessere Panzerung habe. Weil die etwas bessere Panzerung... Die passt sogar hier noch rein. Die finde ich schon wichtig. Weil dadurch ist man nach vorne geschützt und der Kampf soll auch nach vorne stattfinden. Also... Sagen wir es mal so, wenn die Gegner es schaffen, mir nach hinten, hinten reinzufahren, dann bin ich jetzt selber schuld gewesen, dass ich nicht aufgepasst habe. Oh, okay, das waren alle. Was habe ich noch? Ein T4er habe ich hier noch. T2er habe ich jetzt noch. Das waren die falschen T2er. Das war 300 T2er habe ich noch. Hä? Hä, warte mal, wieso kann ich die... Ach so. Ja, ich verstehe ich. Okay. Ja, das ist ein bisschen tückisch manchmal, diese, wie nennt man das? Ihr wisst schon.
Diese Symmetrieachse. Oh, es tut mir echt leid, wenn ich heute ein bisschen verwirrt rede. Es ist halt doch ein bisschen kompliziert hier. Man muss ja erstmal die Blöcke finden, die man hier setzen muss. Und da ist man schon ein bisschen mehr konzentriert irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum das quasi mehr Konzentration erfordert, als das letzte Mal, als ich einfach nur gebaut habe. Ich kann es dir nicht sagen. Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß es nicht. So, wie sieht es hier unten aus? Soll ja auch schön geschützt sein. Gerade vorne muss schön viel Schutz... Hä? Ich kann einen Block hinbauen, der dann blockiert? Wie geht das denn? Hab ich auch noch nie gesehen. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Dass man Blöcke setzen kann, die dann erst die Sachen blockieren. Ich dachte, man kann die Sachen erst gar nicht setzen, wenn es nicht geht. Okay, dann haben wir hier das Rad quasi eingebaut. Okay, noch nicht ganz, wie mir scheint. Denn hier kann ich anscheinend auch nochmal welche setzen. Krass. Abartig krass, wie viel man hier reinsetzen kann, ist schon erstaunlich. Ja, Leute, hättet ihr gedacht, dass mir eine CPU nicht ausreicht dafür? Weil das sieht echt so aus. Ich habe übrigens noch ein Level geschafft. Ich bin jetzt schon Level 98. Ja, also leveltechnisch, wenn man mal anfängt zu farmen, also wenn man wirklich sich mal hinsetzt und einen Tag mal ein bisschen spielt, ja, dann klappt das echt gut, muss ich sagen. So, wie tief gehe ich da? Bis dahin, okay. Dann klappt das echt verdammt gut mit dem Geldfarmen und auch den Levelfarmen. Also gut, kann vielleicht auch daran liegen, dass ich Premium habe, dass ich mir das mal gegönnt hatte, das Premium. So, ich sehe gerade, hier bin ich eigentlich schon fast zu tief. Aber naja, haben wir halt zwei Schichten nach unten. Das passt, glaube ich, auch ganz gut. Dann baue ich hier quasi erstmal die Unterschicht. Obwohl ich ja erstmal die ganzen guten Blöcke eigentlich nach vorne setzen wollte. Aber das ist mir jetzt, glaube ich, erstmal egal. So, hä? Passt nicht? Achso. Okay, dann bis dahin. Und dann habe ich jetzt quasi dann schon mal den Boden gesetzt. So. Und so. Ja, und wie gesagt, hier dann halt noch eine doppelte Schicht. Für den Fall, dass ich mich mal umdrehe und die von unten drauf ballern oder so. So, ich sehe gerade, wir sind nur noch bei 7 Minuten. Ach du Scheiße. Okay, Leute, wir machen das jetzt einfach mal so. Ihr seht ja ungefähr, was ich hier, wie ich hier baue. Und das werde ich jetzt einfach durchgehend so machen. Ich werde mal schauen, ob ich mir jetzt schon Glasblöcke leisten kann. Nein, ich habe mal auf dem Tier 1 Cubes. Die sind natürlich besser als Glasblöcke. So, dann werde ich jetzt einfach mal vorspulen und euch quasi zeigen, wie ich jetzt versuche, das Ding aufzufüllen, bis es dann nicht mehr geht, weil ich glaube, die von der CPU her, boah, wird das echt knapp. Gut, dann bis gleich. Ich weiß aber nicht, ob ich Musik reinspiele, weil YouTube-Rechte und so, das ist immer so eine beschissene Sache. Gut, aber wie gesagt, jetzt geht erstmal die Zeitraffer los. Muhahaha. We'll be right back.
liebe Freunde, da bin ich wieder. Und wie ihr ja in der Zeitraffer gesehen habt, habe ich einiges an Zeit gebraucht. Ich musste sogar einmal kurz noch ein Rennen fahren, eine Runde machen, damit ich das Geld kriege für diese ganzen wunderschönen, ja, Fensterblöcke, die ja genau den gleichen Wert haben wie die weißen Blöcke. Oh, hier ist irgendwie was falsch rum. So. Und, hä? Warte mal. Lol, der macht das hier falsch rum, wenn ich... Jetzt aber. Nee, der will das irgendwie da drüben nicht machen. So ein Schwein. Was soll ich sagen? Ja, ich bin... nicht wirklich zufrieden. Wie man sehen kann, ist das einfach nur ein fettiger Kasten geworden. Weil ich halt die Räder schützen wollte. Ist einfach nur ein Kasten. Ah, das sieht nicht so schön aus. Ich werde ja wahrscheinlich noch einiges, ja, weiß ich noch nicht. Ich muss ja eh erstmal alles ersetzen. Also von daher, ich habe versucht, hier irgendwas abzulutschen hier. Schön abgelutscht, aber es wird nicht viel bringen, glaube ich. Aber ich finde das cool mit den ganzen Fenstern. Und rein theoretisch kann man hier reinschauen. Da unten sind die Räder. Im Spiel ist es wahrscheinlich ein bisschen anders. Ja, wir haben jetzt bloß 3 Waffen drauf. Oh, ich bin echt so nervös, Leute. Ich würde jetzt wirklich gerne das Match machen. Ich habe schon 6680 CPU verbraucht. Also, boah, das Vieh frisst richtig viel CPU. Hält aber wahrscheinlich noch nicht so viel aus, wie ich das gerne hätte. Aber wir gehen jetzt in ein Battle. Oh Mann, ich bin so nervös. The Cube that are highlighted in red on your robot are overlapping. Was? Oh, shit, Leute. Okay, ich muss jetzt also Cubes finden, die anscheinend andere Cubes stören. Ach du Scheiße. Und das sind rot. Das mit meiner Farbschwäche. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder. Ich muss das jetzt nämlich finden. Oh. Okay, ich hab's schon gefunden. Schwein gehabt. Das war bloß dieses Rad hier. Die Frage ist, welcher Cube stört den? Der ja bestimmt, oder? Nee. Der hier. Nee. Hä, welcher Cube stirbt denn? Irgendwas stört hier. Und ich weiß nicht, wer. Da drinne. Der. Aha. Dann kann ich hier wieder zubauen. Oh, schön, Leute. Okay, dann. Jetzt kann ich nervös sein. Warte mal kurz. Was ist denn das da? Megaboss. Ein Megabot versus ein Fullteam of Robots. Nee, lieber ein normales Battle. Ich bin so nervös, weil ich will ja niemanden stören. Ja. Also ich will ja nicht, dass die Leute wegen mir irgendwie schlecht dastehen oder dass das Battle verlieren. Ja, da bin ich ein bisschen krass drauf. So, ich sehe gerade 41 Leute warten da dran an Megabot-Battle gerade. Wow, ganz schön viel. Ja, da muss ich ja wieder einen Cut machen und dann sehen wir uns in der Schlacht wieder. Okay, Leute, es geht los. Wir treten an gegen Malinka 32 ist der Gegner TX. Oh Gott, ich habe so eine Angst. Ich bin echt nervös, weil die Leute mir jetzt hinterherfahren werden wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, wo ich langfahren soll. Oh, verdammt. Die fahren ja immer so durch die Mitte, die Leute. Oh Gott, ich bin jetzt total überfordert. Mega-Noob habe ich ihn genannt. Das ist gut. Aber ich sehe schon, es lädt jetzt auf einiges länger. Ich hoffe, er ist ja nicht hängen geblieben. Das wäre jetzt echt scheiße. Weil er lädt ja richtig lange gerade, aber ohne, dass da unten sich was bewegt. Na, hoffen wir mal das Beste. Nicht, dass der gerade ewig lädt bei den ganzen Blöcken. Es sind ja schon einige Blöcke. Oh Gott. Ah, jetzt geht's weiter. Okay, hat länger gedauert als normal. Okay. Da bin ich. Haben wir Medic? Wir haben Medic. Also hier in der Schlacht sieht er gar nicht mehr so groß aus, ne? So, ich hoffe, wir haben ein paar Damage-Dealer, die hinter mir bleiben können. Na, wir haben das Plasma-Heinis, ein SMG. Und der sagt jetzt sofort so, der Joker sagt jetzt natürlich, ah, ein Noob-TXer, der nicht richtig fahren kann. Ich habe es nämlich noch gar nicht getestet, ob ich überhaupt fahren kann. Fuck this game, I'm done. Okay, also da habe ich schon den ersten enttäuscht, es tut mir leid. Glaubt mir, ein bisschen was halte ich aus, aber ich muss wahrscheinlich bald aufholen auf ein drittes Rad. 3 Räder oder 6 Räder wäre schon nicht schlecht, weil ich doch echt langsam bin. Ich sehe den gar nicht. So, wo sind die Gegner? Da vorne sind die Gegner. Oh Gott, ey, das tut mir echt leid, dass ich den Typen jetzt da irgendwie... So, und die Räder sind natürlich... So, den treffe ich wenigstens auch. Das ist schon mal gut, aber wo ist der Rest? Wo ist der TXer vom Gegner-Team? Keine Ahnung. Dann schieße ich einfach mit denen noch mal ein bisschen mit drauf, so. Wo ist der TXer vom Gegner-Team? Hat doch kein Schwein gefunden anscheinend. Okay, das ist der. Da könnte die sich drum kümmern.
Da scheint irgendwo ein Gegner zu sein. Da ist da rechts ist der Gegner, okay. So. Nein, dreh dich, Tenji. Ich kann mich ja nicht auf der Stelle drehen. Oh, ich habe vergessen, ich habe ja keine Ketten mehr. Ich muss ja fahren, um zu drehen. Shit. Okay, hoffentlich halte ich was aus. Ich bin mir nicht sicher. Oh, sorry, dass ich mir den Weg stelle. Okay, einen haben wir niedergemetzelt. Au, die Bombe. Der haut ganz schön rein. Ich weiß nicht, ob vor uns noch was ist. Nee. Hinter uns? Nein. Den Bomber. Ich schieße mit drauf. Die Bomber können ruhig mal ein bisschen runterfallen. Sehr schön. Hier vorne ist ein Medic. Die capturen, wir capturen, das ist gut. Okay. Oh, da kommt einer, der denkt, er kann mich kaputt kriegen. Er weiß auch nicht, dass ich noch schwarze Blöcke drunter habe. Okay. Ah, der kriegt mich nicht down. Was ist los mit dir? Hä? Kriegst du mich nicht down? Ich bin wieder komplett voll schon. Super hochgeheilt wieder. So, ich sehe gerade keine Gegner mehr. Wir capturen genüsslich. Die werden dann wahrscheinlich bei uns auch bald anfangen. Ja, da fangen sie bei uns an. Ja, aber wir haben noch ein paar Leute. Ach, das ist bloß ein Typ nur noch. Ja, Leute, eine erfolgreiche erste Schlacht. Ich habe nur 100%. Aber das Erste, um was ich mich kümmern muss, ist um die Räder. Weil guckt euch das an, ich bin so schwer. Und das sind ja nur die leichtesten Blöcke, die ich habe. Ja, ich bin aber viel zu schwer für die Räder. Müssen mehr sein. Aber hat schon mal Fan gemacht, Leute. Haben Fat gemacht mit ordentlichen Leuten und so, die ja das schön heilen. Ich meine, ich habe jetzt nicht viel getan. Obwohl ich 2 Kills habe, cool. Ja, aber Räder muss hin. Ja, good game, good game. Und das mit so einer krassen, ja, Pappkiste, sage ich mal. Mit einer Pappkiste. Dann könnt ihr euch jetzt in Zukunft, wenn ich jetzt mal alleine spiele, euch auch darauf freuen, dass ich ein bisschen mega fahre. Ich muss den auch übelst leveln. Aber guckt mal, wie lange der jetzt braucht zum Laden. Das ist echt Hammer. Weil normalerweise bin ich immer mit einer der Ersten, der in die Schlacht drin sitzt. Und jetzt muss ich ewig warten und bin der Letzte quasi. Schon krass bei den ganzen Blöcken. Guckt euch das an, wie lange das braucht. Hier oben steht 99.999 Punkte. Das stimmt aber nicht richtig. Schön wär's, ja. Aber jetzt habe ich meine ersten TXA-Punkte verdient. Hoffe ich doch. Komm schon, lad, mein Freund, lad. Das dauert ja ewig. Aber es hat schon Spaß gemacht. Und die konnten mich auch recht schnell wieder hochheilen. Und der eine Typ dachte jetzt echt, er kann mich mit seinen komischen Tesla-Blades mich einfach niedermetzeln, weil ich ja nur Billigblöcke habe. Boah, 345.000. Oh yeah, oh yeah. Das gefällt mir. Das gefällt dem Tenchi. Sehr schön. Und das mit nur 3 Waffen. Sieht doch schick aus. Aber mir gefällt dieser Block einfach nicht. Und hier habe ich jetzt ein Problem, weil hier passt kein Rad mehr dazwischen. Das heißt, ich muss nach hinten doch noch ein bisschen verlängern. Was noch ein Problem ist, denn wenn ich jetzt hier mal gucke. Hey, konnte man nicht eigentlich den Panzer bewegen? Ah, shit. Oh Gott. Jetzt habe ich den Panzer bewegt und da bleibt gleich mein ganzes Spiel hängen. Weil es zu viele Blöcke sind wahrscheinlich. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich wollte noch mal kurz gucken, wie viele Blöcke ich habe, Leute. Ich wollte euch mal zeigen, wie viele Blöcke da drin sind. Man kann es sich ungefähr ausrechnen. Das sind locker so 6600 Blöcke, sage ich mal. 6600 Blöcke sind es. Weil wir auch so viel CPU ungefähr haben. Oder sagen wir mal 6000, bla bla bla. Oder wir gehen in die Garage und gucken. Was, 4300 sind es nur? Nur 4300 Blöcke sind das nur? Das ist ja billig. Billig ist das. Oh, komm, zoom nicht immer rein. Zoom raus. Oh yeah. Ja, cool. Also, mir hat es Spaß gemacht. Erste Schlacht gewonnen. Perfekt. So muss das sein. Was ist denn das hier? TX1er. Was? Ich bin auf Platz 171 mit 0 Punkten. Achso, weil ich keine Ranklist gemacht habe. Aber es hat doch gut funktioniert. Also, ja. Bin zufrieden. Gut. Wie zufrieden ich dann bin, das zeigen dann irgendwie noch mehr Battle. Bessere Battle. Alter, 400.000 RP. Na gut, dann würde ich sagen, ich war der Tenchi hier von Subs Kanal. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi.